Bei WDS-Messungen an der Mikrosonde, aber auch der RFA, werden ja Röntgenstrahlen hier an so einem Kristallgitter gebeugt und gelangen schließlich in einen Detektor und werden dort zum Beispiel in Counts per Second gezählt. Also hier ist der Detektor. Und diesen Detektor wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen, beziehungsweise dessen Funktionsweise. Also hier kommen Röntgenstrahlen an. Und diese Röntgenstrahlen gelangen dann in einen Detektor. Der Detektor waren früher, vielleicht heute noch, sind es so Röhren, deshalb wird es oft als Röhren dargestellt. Deshalb mache ich das hier auch mal so. Diese Detektoren sind geschlossen und haben hier oben allerdings ein Fenster, damit diese Röntgenstrahlen hier in den Detektor reingelangen können. Die Detektoren, ich weiß nicht genau, wie groß sie sind, vielleicht so 1, 2, 3 Zentimeter, irgendwas in dem Bereich vielleicht. Jetzt in diesem Detektor, oder in dieser Röhre, wird auch Zählrohr genannt, also ein Geiger-Müller-Zähler für Radioaktivität, funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie diese Zähler. Die sind auch wirklich tatsächlich ähnlich aufgebaut. Also in diesem Detektor befindet sich dann noch ein Draht. Der geht hier durch und ist hier isoliert von der äußeren Hülle. Also isoliert von äußerer Hülle. Und dieser Draht wird dann auch Zähldraht genannt. Warum? Sehen wir gleich. Zähldraht. Draht. Brauche ich keine zwei Themen. Und in diesem Zähler hier befindet sich dann auch noch ein Gas. Und das wird dann auch oft Zählgas genannt. Zählgas. Und das Zählgas ist im Fall sehr häufig und bei uns an der Mikrosonde entweder Argon oder Xenon. Und das Argon, das wir jetzt zum Beispiel haben, ist nicht nur Argon, sondern Argon-Methan, also Argon-CH4. Und das CH4, das Methan, das wird auch Löschgas genannt. Warum? Das sehen wir auch gleich. Also nehmen wir mal ein Zellrohr mit Argon. Also dann sind hier lauter Argon-Atome drin. Ganz viele. Und jetzt ist es noch ein Unterschied zwischen Argon- und Xenon-Zählern. Und zwar diese Argon-Zähler, die sind nicht vollständig geschlossen, sondern die haben hier eine Öffnung. Und in diese Öffnung strömt, oder durch diese Öffnung strömt das Zählgas ein. Also hier geht das Zählgas rein, Zählgas. Und auf der anderen Seite geht es dann raus. Und deshalb nennt man diesen gesamten Detektor einen Gasdurchflusszähler. Hört man oft Gasdurchflusszähler aus genau dem Grund. Der Xenonzähler ist geschlossen. Also da geht nicht ständig, das wird nicht ständig erneuert, sondern der ist dann tatsächlich zu. Nehmen wir hier mal jetzt diesen Argon-Durchflusszähler. Jetzt kommen die Röntgenstrahlen da rein. Was dann passiert ist, dass diese Röntgenstrahlen Elektronen aus den äußeren Hüllen der Argonatome rausschlagen. Also die haben da natürlich ihre Elektronenhüllen und dann wird, natürlich nicht gerade an der Stelle, sondern vielleicht hier kommt hier ein Röntgenstrahl rein, ein Elektron wird hier rausgeschlagen und flitzt dann hier frei durch das Gas durch. Und das passiert bei mehreren Argonatomen, dass dann diese Elektronen rauskommen oder rausgeschlagen werden. Und dabei werden die Argonatome natürlich ionisiert und sind dann positiv. Also hat man hier eine Ladungstrennung in positive Argonatome und negative Elektronen. Nun liegt an diesem Zähldraht eine Spannung an, eine Hochspannung. Also an dem Zähldraht hier liegt jetzt eine High Voltage an. Dann gibt es hier noch irgendeinen Widerstand, der ist relativ groß, ich glaube irgendwie sowas wie 100 Megaohm, und dann geht es hier an diesen Draht. Und dieser Draht, der ist jetzt mit der äußeren Hülle hier verbunden, oder diese Spannung. Und was dann passiert ist, dann entsteht ein elektrisches Feld zwischen
also hier zwischen dem Zeltrad und dem äußeren Rohr. Und dann wandern die Elektronen auf das Zell, auf das, also die Elektronen wandern hier auf, das, auf diesen Zeltrad und werden dort gezählt, wobei nicht einzeln, es ergibt dann einen Puls, einen elektrischen. Und die Argonatome, die neutralisieren sich mit dem CH4. Deshalb heißt es auch Löschgas, weil da die Argonatome auch wieder ihre Ladung zurückerhalten können, beziehungsweise bekommen sie es auch von der äußeren Wand hier, die ja entsprechend negativ geladen ist. Die Argonatome gehen zur Wand, weil würden die Argonatome auf den Draht gehen, dann würden die den Draht mit der Zeit einfach kaputt sputtern und wegsputtern. Deshalb gehen dort die Elektronen hin. Und in dem Moment, wo das Ganze hier geschieht, kommt es zu einer Veränderung der Spannung. Also sobald ein X-Ray hier reingeht, verändert sich hier die Spannung, Spannungsänderung, Änderung. Und diese Spannungsänderung, die wird, die geht hier in eine Elektronik, in die Pulshöhenanalyse rein. PHA für Pulshöhenanalyse, Elektronik. Und hier werden die einzelnen Impulse gezählt. Deshalb Puls, Pulshöhenanalyse, also die Anzahl der Pulse ergibt natürlich dann eine gewisse Höhe. Jetzt ist es tatsächlich so, dass jedes X-Ray, Röntgenquant, mehrere Millionen einzelne, also jedes X-Ray führt zu sowas wie 10 hoch 6, glaube ich, da bin ich mir nicht 100% sicher mit Zahlen, bis 10 hoch 7, irgendwas in dem Bereich Elektronen. Jedes von diesen Elektronen hat, oder jeder Puls macht hier eine Spannungsänderung von sowas wie im Bereich von vielleicht 250 Mikrovolt. Dafür ist dann auch schließlich dieser Widerstand hier nötig. Das geht dann in die Elektronik und wird dort eben gezählt. Also, zusammengefasst, Röntgenstrahlen gehen hier in den Zähler, ionisieren dort Argonatome, die Elektronen entladen sich auf dem Zelldraht, die Argonatome neutralisieren sich im Löschgas, dem CH4, dann gibt es einen Impuls und der wird über eine Elektronik gezählt. Und so funktioniert der Gasdurchflusszähler, der in sehr vielen Geräten zur Zählung von Röntgenstrahlen eingebaut ist.